Hohoho, hier ist Dalli Dalli, die Weihnachtsshow. Freuen Sie sich auf Ihre Lieblingsstars. Nora Tschirner und Caroline Herfurth, David Garrett und Andrea Kiewel. So, und dann spielen wir mit Klangkörper, mit Andrea Kiewel und David Garrett und mit den Kichererbsen. Was ein schöner Teamname. Ja. Helga Bessin und Steffen Hensler. Vielen Dank, es ist so schön hier. Man hat Freunde gefunden fürs Leben, Familie. Es ist eine bezaubernde Jury, die wahnsinnig toll aussieht. Moderator, der einen Anzug anhat, wo ich sage, Mensch, wenn er modern wird, dann hat er schon Angst. Nein, also es ist wirklich toll. Ja, aber ihr merkt, dass Ilka sich bei der Jury auch so ein bisschen ranschmeißt. Nein, das also stimmt doch gar nicht. Ein bisschen gute Laune machen, aber die sind sowieso im Rausch. Ja. Also die beiden sind im Rausch. So viel Alkohol, wie hier schon verteilt worden ist. Andrea. Alles gut. Du bist... Fröhlich und glücklich und aufgeregt. Wir brauchen dich auch Silvester noch. Ja. Wir, du und ich. Trickst du es dann auch? Nein, sag nein. Ich sag nein. Nein, ja, nein, Silvester noch. Er lässt es an bis dahin. Ja. Ich habe Angst. Zu viel Information. Spiel ist klar. Ich sage noch mal schnell, worum es geht. Erstmal ein Assoziationsspiel. Ihr habt 20 Sekunden Zeit. David fängt an. Und ich stelle euch eine Frage. Und die beantwortet ihr euch gegenseitig. 20 Sekunden Zeit, David fängt an. Was sagt das Horoskop für deinen Spielpartner für das Jahr 2023 voraus? Lieb. Erst das Kommando. David fängt an. 20 Sekunden. Dalli, Dalli. Liebe. Erfolg. Affären. Sex. Gute Klamotten. Geld. Sparkonto neu eingebaut. Musik. Sportwagen. Ein Musikinstrument. Gemälde. Eine neue Küche. Spiegel. Eine neue Wohnung. Bücherregal. Eine Halskette. Münzsammlung. Neue Haare. Die neuen Haare waren noch da. Ja, die Haare waren noch da. Ja? Ja, natürlich. 18 ist sehr gut. Aber eine Frage. Ja, bitte. Eine Frage. Sparkonto neu eingebaut. Ist das was Neues, was wir noch nicht kennen? Das gibt es jetzt seit 2022, 2023. Jetzt, wo es wieder Zinsen gibt genau, das ist jetzt so mit, ich habe gehört, 2% Zinsen, dann wird es eingebaut genannt, weil es jetzt wieder so viel Geld bringt. Ja, dann lassen wir das Geld. Okay, sehr gut. Das ist natürlich eine blanke Lüge, aber schön erzählt. Ja. Schön erzählt. Gilt. 18. Ilka, Steffen. Ja. Na. Ich schicke euch auf den Silvesterball. Ihr müsst euch also vorstellen, das Silvester ist kurz vor Mitternacht. Die letzten Sekunden des Jahres laufen. Woran denkt ihr so kurz vor dem Jahreswechsel? Ilka beginnt. Auch für euch 20 Sekunden. Woran denkt ihr so kurz vor dem Jahreswechsel? Dalli Dalli. Mama. Wiener Schnitzel. Geschlechtsverkehr. Pommes. Socken kaufen. Guter Geschlechtsverkehr. Anfangen mit Sport. Hausaufgaben machen. Bei Hensler mal essen gehen. Kochbuch neu machen. Johannes Bekerner einen anderen Anzug kaufen. Wann ist eigentlich das neue Jahr? Wann kann ich aufhören mit Sekt trinken? Warum macht Helga Bessin immer so lange Antworten? Führerschein machen. Okay. Führerschein machen wir auch noch in der Nähe. Das ging schnell. Da war ein kleiner Doppler. Rechtsverkehr. Aber ich hätte da natürlich Nachfragen. Ja, theoretisch. Ich bin froh, dass ihr sie stellt. Wir sind bei Alkohol sehr gnädig. Dann wir sind auch beim Geschlechtsverkehr. Bei sind wir auch gnädig. Ah, okay. Ah, also Alkohol und... Das heißt, es gibt guten und es gibt Geschlechtsverkehr. Neutral. Stark. Hat sie in einer Spitze 14. gedrückt? Nee, das kommt aber sicherlich alles noch. Jetzt geht es darum... Ihr macht sich alle wahnsinnig. Jetzt geht es darum... Bitte, kurz Konstantin. Wir versuchen. Es geht darum, Gedanken fortzuführen. Das ist schwer. Ich beginne gleich, ich gebe euch ein Wort vor. Und ihr antwortet mit, denk ich an. Also, denk ich an Weihnachten, denk ich an Kerzen. Dann sagst du, denke ich an Kerzen, denke ich an ein Date. Dann sagst du, denke ich an Date, denke ich an Kuscheln, denke ich an Kuscheln, denke ich an... Denk an Stopp! An guten Geschlechtsverkehr. Ja. Ich hab das irgendwie befürchtet. Wir haben es verstanden. Ich habe das irgendwie befürchtet. Also, ihr habt 20 Sekunden Zeit, für jede Antwort gibt es einen Punkt. Und für dich, Andrea, beginnt es mit, und das kannst du gleich verwenden, es gibt auch einen Punkt, Schneegestöber, also denke ich an Schneegestöber. Dalli, Dalli. Denke ich an Schneegestöber, brauche ich Handschuhe. Denke ich an Handschuhe, denke ich an Mantel. Denke ich an Mantel, denke ich an einen Pelzkragen. Denke ich an Pelzkragen, denke ich an Schuhe. Denke ich an Schuhe, denke ich an Winterstiefel. Denke ich an Winterstiefel, denke ich an Skier. Denke ich an Skier, denke ich an Oberschenkelhalsbruch. Denke ich an Oberschenkelhalsbruch, denke ich an Hals. Denke ich an Hals, denke ich an Krankenhaus. Denke ich an Krankenhaus, denke ich an Verletzung. Sag mal. Was denn? Oberschenkel-Halsbruch. Oh ja, Hals, ja. Was ist das für ein Wort?
Das längste Wort der Welt. Oberschenkelhalsbruch. Du musst von dem Pelzkran, der politisch nicht korrekt ist, wieder wegkommen. Du musst zwischendurch nachdenken, was das scheiß Wort war. Das sind die Klippen dieser Sendung. Alter. 10 richtige. Sehr gut. Und für euch gilt das Gleiche. Ist das alles korrekt gelaufen für euch? Nur der Sicherheit halber, Caro und Joachim? Alles war schön. Alles war schön. Es war zwar vielleicht ein Doppler mit Schuhe und Winterstiefeln, aber er hat ja an Schuhe gedacht und die Kiwi hat dann an Winterstiefel gedacht. Ich gebe dir meine Telefonnummer nach der Sendung. Man hat ja auch mehr als ein paar Schuhe. Das waren insgesamt nur 10. Wir haben so viel gesprochen. Ja, das war das lange Wort. Oberschenkel-Halsbruch hat es in die Länge gezogen. Für euch gleiches Spielprinzip. Wer fängt denn an? Jetzt fängt Steffen an. Okay. Steffen fängt an. Und euer erstes Wort ist, denke ich an, 20 Sekunden, denke ich an Sonnenschein. Dalli. Denke ich an Sonnenschein, denke ich an Strand. Denke ich an Strand, denke ich an nahtlose Bräune. Nahtlose Bräune, dafür brauche ich Creme. Creme, dafür brauche ich ein Bikini. Denke ich an. Denke ich an Bikini, denke ich an Badehose. Denke ich an Badehose, denke ich an ins Meer gehen. Denke ich ans Meer gehen, denke ich an Haie. Denke ich an Haie, denke ich an Blut. Denke ich an Blut, denke ich an Fleisch. Denke ich an Fleisch, denke ich an Bechamelsoße. Bechamel. Fleisch aus Belitz mit der Bechamelsoße. Wir müssen mal ganz kurz, hier spricht ja eine Fachfrau. Also und hier fängt sie, weil Ilka ist gelernte Köchin. Facharbeiterin. Wie heißt es genau? Ganz normal Köchin gelernt, aber zu DDR-Zeiten. Also ich habe in einer Großküche gelernt, ich könnte jetzt für 3000 Leute einen Gulasch zubereiten. Ja, dann mach mal. Dann leg mal los. Für 3000, da wird es bei Steffen schon eng. Da wird es sehr eng. Ja. Okay, für bis 300 würde ich mitgehen. Also das waren für euch auch 10 und dann spielen wir hier munter weiter. Denn wir brauchen gleich unseren Schnellzeichner. Daniel Stieglitz kommt zu uns. Noch einmal herzlich willkommen. Wie bist du denn jetzt vorbereitet? Das ist jetzt der iPad-Stift. Ja. Jetzt wird es digital. Okay, also wir machen nämlich digitales Weihnachtsliederraten. Geh du schon mal in Position? Jawohl. Ja, weil vorher wollen wir einmal eure Punkte multiplizieren. Das waren 10 in der zweiten Runde und vorher 18 sind 180. Und ihr hattet 10 in der zweiten Runde und vorher 14 sind 140. Wow. Ja. Aber es wird ja munter weiter multipliziert. Daniel, du kannst dich schon mal einrichten. Hast du die Geige immer dabei? Grundsätzlich ja. Du darfst sie nicht aus der Hand geben? Versicherungstechnisch sollte sie bei mir bleiben. Das ist richtig, ja. Es ist ein besonderes Exemplar. Ich darf sie noch nicht mal anfassen, weil sie ist... Das ist eine Guarneri del Gese von 1736, die Extratini. Wow. Mit Bechamelsoße. Genau. Also hoffentlich nicht drauf. Eine kleine 17. Hoffentlich nicht. Und das, darf man fragen, was sowas kostet? Ja. Ich habe das große Glück gehabt, das kaufen zu dürfen mit freundlicher Unterstützung meiner Bank in Paris. Vor ein paar Monaten mir einen Kindheitstraum erfüllt, weil so ein Instrument hat auch Niccolo Paganini gespielt und das wollte ich immer. Aha, könntest du sie denn auch bedienen? Oder ist die so teuer, die spielt selbst? Lass mal sehen. Mein Spielpartner! Es funktioniert, war keine Fehlinvestition. Ich könnte ja sagen, dass du nächstes Jahr auf Tour gehst. Ist ja sowieso alles ausverkauft. Aber ich habe gehört, in China und Korea gibt es noch Karten. Ja, das stimmt, da sind wir auch unterwegs. Singapur auch. Singapur richtig auch. Richtig Welttournee, endlich mal von wieder. Von Australien bis Nordamerika, bis Südamerika. Wow. Einmal rum, es wird richtig lustig. Viel Spaß dabei und viel Erfolg. Danke. Wie ich euch allen bei allen viel Erfolg wünsche. Du bist soweit. Jawohl, was machen wir denn? Was passiert, ist Folgendes. Er malt euch jetzt gleich Weihnachtslieder. Und wenn ihr glaubt, das Weihnachtslied erkannt zu haben, dann buzzert ihr. Und wenn ihr die richtige Antwort gebt, dann gibt es einen Punkt. Wenn ihr die falsche Antwort gebt, dann ist derjenige, der die falsche Antwort gegeben hat, für diese Spielrunde raus. David? Gibt es einen Spitzepunkt, wenn ich das Stück auch noch anspiele? Ah. Er wird schon verhandelt hier. Verhandelt. Okay, soweit? Ich würde dir dann immer... zeigen, was gespielt wird, was zu malen ist. Okay. Und du malst das auf die Schnelle. Alles klar. Ja? Dann, ihr seht es da hinten. Ne? Dann ist das alles fertig? Ist es schon? Klappt? Sind wir schon online? Ja. Bitte sehr. Dann ist das erste Spiel. Dalli. Okay. Weihnachtslieder. O Tannenbaum. Nein, damit bist du raus für diese Runde. Darf aber noch kiefen. Horch, was kommt von draußen rein? Ist das ein Weihnachtslied? Ja.
holla hi, holla ho. Nein. Nein, nein. Ich würde auch sagen eher nein. So, dann seid ihr beide raus. Ach so, ich stehe euch im Bild. So. Okay. Jetzt können wir uns richtig schön Zeit lassen, weil beide raus sind. Ich weiß. Genau. Was? Ja, dann sag. Mach hoch die Tür, die Tor, mach weit. Ja. Das kenne ich gar nicht. Es gilt aber. Jawohl. Da kann ich auch. Steffen. Mach hoch das Tor. Nein, mach die Tür. Mach, die Tür, meine ich auch. Mach hoch die Tür. Komm. Mach richtig, da geht das ist Tür richtig. Hoch. Jawohl. Erster Punkt für euch. Weil die beiden gesagt haben. Lass noch mal ganz kurz. Ja, alles kennt ihr das Lied? Nein. Mach hoch die Tür. Ich kann nicht singen. Mach hoch die Tür, die Tor macht weit. Ja. Es kommt die Zeit der Herrlichkeit. Genau. Genau. Weiter geht's. Welche machen die bekennen? Ja. Ich habe ein gutes Gefühl, dass das jetzt schon kommt. Okay, alles klar. Schnellzeichner. Schnell sein, wir machen es ganz schnell. Süßer, die Glocken nicht klingen. Nein, ist falsch. Moment. Wer hat jetzt? Es gibt keinen Stopp, es gibt kein Lichtsignal. Ilka ist raus. Ja, David und Steffen haben gedrückt. Wer hat zuerst gedrückt? Oh Gott. Können wir das in dem Videobeweis? Wird aggressiv. Das wird gerade gecheckt. Videobeweis, genau. Oder Zielfoto. Wo ist der Kölner Keller, wenn man ihn braucht? Klangkörper hat zuerst gedrückt. Dann die richtige Antwort von David. Glöckchen, weiß Glöckchen. Bitte? Nein. Nein, ist falsch. Nein. Jetzt Steffen. Jingle Bells. Auch falsch. Jetzt lass dir Zeit. Ja. Lass ihn zu Ende mal. Weiterzeichnen. Ich schaff das nicht. Die Sendung verzögert sich um. Es gibt ja die Themen von diesen Weihnachtsliedern, die wiederholen sich ja ein kleines bisschen. Kann ich jetzt bitte? Ilka möchte noch mal, aber die ist leider raus. Nur noch Andrea darf. Nur noch Andrea. Was hatte Steffen gesagt? Süßer, die Glocken, die klingen, und das war falsch. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Okay, Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Bitte sehr, Punkt für euch. Auch noch angepfiffen, Herr Johannes, bis keiner pfeift das Lied auch an. Nächstes. Alles nächstes. Ich schieß trotzdem an. Was ist schwer. Ich schieß trotzdem an. Okay, es wird nicht einfacher. Okay. Doch, jetzt ja. Das Weihnachtslied, das ist, oder? Das. Ilka. Horch, was kommt von draußen rein? Ja. Wollte ich sagen. Holla hi, holla ho. Und deiner hat Finger vorgesagt. Ach, Stille Nacht, heilige Nacht. Richtig. Ja! Stille Nacht, heilige Nacht. 2-1 Führung für Team Klangkörper. Hier kommt unser nächstes Weihnachtslied. Eieiei, okay. Es wird also aber nicht einfacher. Eieiei war kein Hinweis. Es wird nicht einfacher. Jetzt kommt's. Ich sag irgendwas. Ich weiß es. Fröhliche Weihnachten. Nein, eine Sekunde vorbei jetzt. Kiwi. Fröhliche Weihnachten Last überall Christmas. Ist nicht richtig. Nicht. Wir warten eine Sekunde. Jetzt. Last Christmas I gave you my heart and the very next day you du gave it away. Du bist so geil. Ja. Last Christmas ist richtig. Hab keine Pulskontrolle. Geschafft. So. Wow. 3-1. Weiter geht's. Nächstes Weihnachten. Das könnte schnell gehen. Kiwi. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Richtig. Jawohl. Ganz oben. Jetzt geht's aber los hier. Mach doch mal was. Ja, Mann. Aber phänomenal hier. Stark. Muss man mal sagen. Stark. Okay. Ich würde schon fast sagen Spitze. Nächste. Das ist schon das Nächste. Jawohl. Ilka. In der Weihnachtsbäckerei. Das ist richtig. Jawohl. Leute, was hattet ihr erwartet? Was sehr gut. Gleich haben erkannt. Haben wir einen der Weihnachtsbäckerei. Das ist übrigens ganz toll gezeichnet. Ja. Cool. Dankeschön. Okay. Alter. Vorletztes. Aha. Das sind aber auch wirklich schwierige Lieder, die ihr euch überlegt habt. Ja, ich guck mal, ob dahinter noch leichtere kommen, aber... Vom Himmel hoch, da komme ich her. Stark. Aber stark. Wow. Andrea nee, Leute, das ist doch ganz kein Weihnachtslied. Nee. Das ist doch kein Weihnachtslied. Glaub schon. Das geht als Weihnachtslied durch. Kennen die alle gar nicht. Das okay. Nein. Nächste. Ich kann nicht weiterzeichnen. Klangkörper gegen Kichererbsen. Okay. Unser letzter Song. Thematisch jetzt wieder was in vielen... Was denn? In vielen, vielen Weihnachtsliedern auftaucht. Das heißt, da könnte jetzt erstmal vielleicht ein Tick warten. Ich riskiere es. Morgen kommt der Weihnachtsmann, aber dann warte ab.
Entschuldigung, du hast ich gesagt, riskiere mit morgen kommt der Weihnachtsmann, aber ich sage eher gleichzeitig, warte. Okay, du entschuldigst dich gleich für die Antwort. Genau. Es ist falsch. So, und jetzt kommt's vielleicht. Santa Claus is coming to town. Das ist richtig. Wow. Andrea, wirklich. Mit allem Respekt. Keine Scheiße. Mit allem Respekt. Ja. Dann rechnen wir mal ab. Also erstmal bedanken wir uns sehr herzlich bei Daniel. Das ist mal ein Schnellzeichner, 2 Punkte. Bravo. Genau wie Ricardo es gesagt hat. Ganz süß gezeichnet. Danke sehr. Danke. So. Wow. Dieses Spiel geht 6-2 aus. Dieses Spiel geht 6-2. Wir multiplizieren einmal. Natürlich machen erstmal wir das. Erstmal multiplizieren wir, kriegen wir noch die 180 mal 6 sind 1080. Und bei den Kichererbsen nehmen wir die 140 mal 2. Nicht, sind auch 280. Nicht, dass der Name allein schon lächerlich ist. Nein. Es ist einfach das, was wir bieten. Das ist alles ganz genau richtig. Aber wenigstens sehen wir gut aus. So. Und mindestens. Ja. Und wir schauen noch mal zurück auf große Momente von Dalli Dalli, die manchmal nicht nur Dalli Dalli, sondern auch ein bisschen Ballaballa waren. Dalli Dalli oder doch Ballaballa? Wenn es bei Dalli Dalli rund geht, heißt es auf der Hut sein, denn sonst gibt's ganz schön auf die Nase. Dalli Dalli-Fans wissen, der Ball ist rund und das Spiel dauert 60 Sekunden. Für manche die wahrscheinlich längste Minute der Welt. Doch mit der richtigen Hand-Fuß-Koordination und voller Konzentration gibt es am Ende den ganz großen Fang. Und dann wollen wir natürlich wissen, wer diese letzte Vorrunde gewinnt und sich fürs Halbfinale qualifiziert. Unsere Klangkörper David und Andrea fangen an und ich will euch das Spiel kurz erklären. Vielleicht kommt ihr schon mit und ihr seht es von hier aus, ja, weil ihr das ja auch spielt. Es ist ein bisschen Harry Styles für Arme, oder? Es ist ein bisschen ein Spiel unter dem Loriot-Traditionsmotto: Früher war mehr Lametta. Und das geht wie folgt. Ihr schaut einfach mal zu. David, du bist in der Lametta-Fabrik. Jedes Mal musst du in die Lametta-Fabrik. Kommst durch diese Türe? Immer durch diese immer Türe. Immer durch die Türe. Dann nimmst ganz du hier, Moment. Musst du ihn. Okay, geht ja, einfach das auf. Das geht, okay. So, das ist das Rohlametta. Okay. Das kommt hier rein. Ja. Mhm. Hier rein. Dann musst du hier einmal drehen. Einmal rum. Und dann kommt es hier hinten raus, das fertige Lametta. Natürlich, okay. Mit Schlinge. Da ist so ein fertige Lametta. Da ist so ein ja, Karabiner, Karabiner dran. Und den machst du hier ran. Den mach ich ran. Den machst du ran und übergibst an Andrea. Und Andrea, Sekunde, ja. Jetzt okay, soweit. Üben, Andrea. Ich bleib dann hier stehen oder gehst du in die Du holst natürlich schon den nächsten. Du, ja, genau. Andrea. Ich schon mal hier. Und dann Steffen und Ilka ganz genauso. Wichtig ist, dass du den die Kugel mit dem Lametta von hinten in diese, nennst du das Zwille oder Flitsche oder wie nennen wir das, so rein und dann schießen auf den Baum. Mhm. Und jede Kugel mit Lametta, die hängen bleibt im Baum, gibt einen Punkt. Da ist kein Karabiner dran. Da, irgendwo wird er sein. Irgendwo, aber wir spielen ja noch nicht. Oh doch, ha. Wir spielen ja noch nicht. Nein, ich noch nicht vorbereiten. Hast du es verstanden, Andrea? Ablauf. Okay, dann musst du hier und immer wichtig ist, dass du es von hinten reinigst und nicht festhältst, sondern so und dann einfach fliegen lässt. Okay, gut. Dann geht jeder an seine Position. David, gut, dass wir starte ich von hier? Das müssen wir leider rausmachen. Oder von der Tür, oder? Ihr dürft beide von hier starten, weil das Kommando für dieses Spiel, für das ihr 90 Sekunden Zeit habt, lautet völlig überraschend: Dalli Dalli. Jetzt musst du einen Moment warten, genau. Ich nehme ja nur so, das, was er David, passiert. Genau. Einmal drehen. Neues Lametta rausnehmen. Und wieder losrennen. Und renn du wieder los, David. Du bist wieder durch die Fabrik, ganz genau. Andrea, von hinten reinlegen. Und das könnte zu weit gehen.
Okay, der zu war zu weit. Zu viel Kraft. Was machst du machen? Ja. Nein! Du musst eine Kugel mitnehmen. Hast ja, ich hab. Okay. Lametta. David. David ist stark in der Produktion. Mach dran, hilf ihr vielleicht. Beim nächsten würde ich dann einfach mithelfen. Machst du den Karabiner schon ran. Rohlametta rein. Einmal in die Lametta-Produktion. Und upsi, ui, ui, ui. David kommt schon wieder durch die Tür. Hängt schon was, Andrea. Ja, gut, gut, sehr gut. Ja, da hängen doch schon ein paar. Ihr habt noch 25 Sekunden. Drehen nicht vergessen. Richtig. Das ist ein eingespieltes Team mittlerweile, oder? Naja. Früher war mehr, da kommt er schon wieder. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und ich habe das Gefühl, dass hier gleich David Garrett rauskommt. Siehst du? Geht. Man wundert sich. Letzten Sekunden. Drehen. Und das war's. Das war's. David ist völlig am Ende. Ein Sauerstoffzelt bitte für Sportskamerad Garrett. Und Andrea, ganz Sportlerin, geht schon zur Abrechnung. Also. Ich setze mich mal kurz. Ja. Jetzt zählt das aus. Eins. Also hier hängt einer. Ne? Eins. Zwei. Drei. Aber da muss doch noch einer gewesen sein. Total gemacht. Noch mehr. Drei. Vier. Vier. Fünf. Fünf. Einer hängt da unten. Ist das einer von dir? Ja. Wirklich? Ja, doch, der man hängt. Man kann ja alle. Der hängt. Dann würde ich sagen, sind sechs. Ist das richtig? Den hier vorne lässt du nicht gelten. Den habe ich mitgezählt. Jury? Alles korrekt. Sechs ist richtig? Jawohl. Okay, sechs. Richtig gut. Nehmt Platz und Steffen und Ilka kommen zu uns. Und jetzt Ilka und Steffen. Ja. Auch für euch 90 Sekunden Zeit. An die Lametta-Maschine geht unser Lametta-Produzent. Und du schießt richtig ab. Okay? 90 Sekunden, Dalli, Dalli. Hey. Ja, kann Steffen. Ich den Wagen darüber schieben, Johannes? Kann ich mit dem Wagen da schon hingehen? Oh, aber er muss dann mehr rennen, ne? Von mir. Ach so. Oh, in Gold, jetzt in Gold. Von hinten reinlegen. Von hinten reinlegen, genau. Und zu fest. Oh. Aber hing noch. Fast zu fest. Das ist eine gute Idee, Chef. Das ist eine gute Idee. Nicht zu fest. Oh Gott. Mach nochmal. Nimm gleich nochmal. Chef, beeil dich. Ja, gut. Sehr gut. Das ist Teamproduktion. Läuft bei euch. Ja, hängt. Wunderbar. Danke. Aber Steffen, muss ich wirklich sagen, also das ist richtig gut. Das ist richtig. Drehen nicht vergessen. Weil du das für ihn vorbereitest. So. Ja. Und Flitsch. Ah, der ist durchgegangen. Kann man aber nicht kommen. Ist das auch mal oder was? Ja. Noch 20 Sekunden. Noch 15, 14. Oh Gott. Mama! Einen schafft er vielleicht noch, komm. Letzte Sekunde, Steffen, ich glaube, das wird eng. Nimm nochmal, wirf ihn hin. Oh Gott, tut mir leid. Wir haben alles versucht. Wir haben alles, ist anstrengend, ne? Ja. Es ist... Familie. Ja. Deine Familie ist der Meinung, das war Spitze. So, dann zählen wir mal kurz nach. Ich habe den einen hier in der Hand, Joachim, du weißt warum, ne? Alles, ja. Ja, okay, sprechen wir gleich drüber. Ich fange hier, das ist unser letzter. Da fange ich an. Eins. Hängt da oben auch einer? Zwei. Drei. Ja, vier. Fünf. Ach, das sind zwei. Fünf, sechs. Sechs.
Und den habe ich noch in der Hand. Der ist durchgeschossen. Das ist mir die Schuld des Baumes. War bei Frau Kiewel auch egal. Und Spitze machen wir 8 draus. Ja. 8. Und wir haben immer Abräumung. Abräumung. Und wir haben immer noch verloren. Super. Kommt, Andrea und David, kommt bitte zur Abrechnung. Die Abrechnung. Finale. Ihr geht auf die Seite. Ihr geht auf die Seite. Finale. Ja. Bitte sehr, Andrea und David, kommen her. Ja, erstmal Halbfinale. Ja, alles Halbfinale. Der Reihe nach. Du hast schon ein bisschen. Ja, es war ein bisschen heiß. So, also, in diesem Spiel hattet ihr 8 Punkte und ihr hattet 6, ist richtig? Das ist richtig. 6 Punkte. Das heißt, eure Punkte werden verdoppelt von 280 auf 560. Das ist wirklich schon gut. Bedauerlicherweise, nein, ganz für die beiden natürlich erfreulicherweise, haben sie vorher 1080 gehabt, sodass ihr im Halbfinale seid. Ganz David, knappes Ergebnis, ganz knapp. Andrea, hat es schön gemacht. Ne? Ganz knappes Ergebnis. Hey, danke, Christoph Maria Herbst und Anneke Kinsanau. Und das ist das zweite Halbfinale. Klangkörper mit Kiwi und David Garrett. Und Kernkompetenz mit den Weltmeisterschaftserfahrenen Christina und Jochen. Ja? Wir haben es jetzt Halbfinale geschafft. Ja, das bist du einer der wenigen Deutschen. Das hätten wir nicht gedacht. Ja? Und eine der wenigen Österreicherinnen auch. Okay. Erstes Spiel im Halbfinale. Dalli-Klick. Ihr wisst Bescheid. Da hinten kommen die Bilder. Wer buzzert? Darf antworten. Ja. Richtige Antwort, Punkt. Falsche Antwort, Sperre für dieses Bild. Okay? Und es sind wieder Bilder. Gleiches Verfahren. Gleiches Verfahren. Okay. Das ist, man kann sagen, seit Jahrzehnten unverändert. Okay. Dalli, Klick. Christina. Von Raclette so? Raclette, mit Raclette. Den Fännchen drunter. Ja, ja, ja. Oh, das wäre aber früh. Christina immer sagt. Raclette, wir blenden mal durch. Das ist ein Raclette. Oh, stark. 9 Punkte. Stark. Stark. Mega gut. Nächstes Spiel. Dalli, Klick. David. So ein Stern, den man draufdrückt aufs Gebäck, damit man so einen Keks machen kann. So ein Stern, den man draufdrückt aufs Gebäck, damit man so einen Keks machen kann. Sorry, blöd formuliert. Meinst du etwa ein Ausstechförmchen? Genau. Wir blenden durch und sehen, das sind... Nein, nein. Wow. Nein. Wow. Punkte für euch. Komm. Nächstes Bild und wieder das Kommando Dalli, Klick. Wow, Jochen. Ist das ein Eisbär? Bitte, 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 Christina, sag bitte, bitte, bitte. Ja, dann gucken wir mal, ob das ein Eisbär ist. Jetzt. Das ist ein Eisbär. Und so eine Hinteransicht, das war mutig. Das war mutig. Eisbär. Wow. Noch ein Bild. Und zu Hause könnt ihr mitraten. Dalli, Klick. Kiwi. Es ist die Route vom Weihnachtsmann. Es ist falsch. Es ist nicht die Route vom Weihnachtsmann, aber es geht. Moment. Nee, jetzt dauert es. Moment, Moment. Erst wenn ich wieder freigebe. Ja, ist wieder noch. Jetzt haben wir alles kaputt. Alles kaputt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ihr wisst es. Aber es, Moment, nee, Moment, es dauert einen Moment. Ich muss es erst wieder freigeben. Ich muss es freigeben. Wenn ich da die Klick sage, dann dürft ihr wieder buzzern. Okay? Und dann entscheidet die Spieletechnik. Dalli, Klick. Oh. War das bei mir? Bei dir. Wunderkerze. Also, ja, ich hätte so Sprühkerzen, die das so Funken sprühen. Wunderkerze. Wunderkerze? Ja, aber bei uns heißt Wunderkerze. Ja, ich Sprühkerze. Hätte, ja, ist österreichisch-deutsch, ne? Okay, Wundersprühkerze, ja. Sprühwunderkerze ist richtig und gibt 5 Punkte. Oh, Gott sei Dank. Aber die Route vom Weihnachtsmann war gut. Die war sehr gut, aber sie war halt falsch. Naja.
So, letztes Bild für diese Dalli-Klick-Runde. Halbfinale, Spannung, Dalli-Klick. Ein Nussknacker. Nussknacker. Ja, was macht ihr auch beide? Ich glaube, David war es, aber ein Nussknacker, sagt David Garrett. Dann blenden wir durch und sehen, ja! Das ist ein Nussknacker. 8 Punkte dazu. Das sind 15 Punkte im Team Klangkörper und ich meine 23 Punkte im Team Kernkompetenz. So geht's hier los. Ja, Moment, aber es ist ja längst noch nicht entschieden, weil jetzt spielen wir unseren langen Satz. Eigentlich soll man sich im Fernsehen ja kurz fassen, kurze Fragen stellen, prägnant, zugespitzt. Na, jetzt geht es um einen langen Satz. Und dabei mit folgendem Hintergrund. Ich mache es mal mit einem Beispiel vor. Ein Wort am Anfang, das gebe ich vor, und dann muss es immer verlängert werden. Ich starte das Spiel mit dem Kommando und so weiter. Also man muss immer den kompletten Satz Kompletten sagen, Satz, oder? Genau. Ja? Okay. So ein bisschen, ich packe meinen Koffer. Ja, aber, ja, genau. Okay, ihr habt 30 Sekunden Zeit. Ganz langen Satz. Und dein Wort dranhängen. Jochen beginnt. Euer erstes Wort ist manchmal. Dalli, Dalli. Manchmal reise. Manchmal reise ich. Manchmal reise ich nach. Manchmal reise ich nach Miami. Manchmal reise ich nach Miami und? Manchmal reise ich nach Miami und habe. Manchmal reise ich nach Miami und habe Hunger. Manchmal reise ich nach Miami und habe Hunger auf. Manchmal reise ich nach Miami und habe Hunger auf Steak. Manchmal reise ich nach Miami und habe Hunger auf Steak und? Manchmal reise ich nach Miami und habe Hunger auf Steak und Pommes. Manchmal reise ich nach Miami und habe Hunger auf Steak und Pommes und Ketchup. Manchmal reise ich nach Miami und habe Hunger auf Steak und Pommes und Ketchup und Mayo. Ja! Excellent. Wow. Wow. Also, ich finde die Reise gut und die Verpflegung auch. Wow. Also, ist doch amerikanisch. Ja, ich kann kaum mehr hin. Wow. Joachim. Es waren nach meiner Zählung 14, auch wenn da 13 steht. Einen müssen wir abziehen, weil du und Ketchup in einem Wort als ein Wort genommen hast. Ich glaube, es ist mir sogar währenddessen ein bisschen aufgefallen. Macht nichts. Ja, ja. Wir lassen die 13 da stehen, die auf der Anzeigetafel auch stehen. Super. 13, okay? Wow. Gut, 13 ist gut. In 30 Sekunden ist gut. Okay. 30 Sekunden. Ihr sprecht miteinander. Ihr bekommt von mir nur das erste Wort. Immer dran denken, alles zu wiederholen und nicht zu viel dazu dichten, sondern immer nur ein Wort. Euer erstes Wort. Andrea beginnt. Ja. 30 Sekunden Zeit. Euer erstes Wort ist häufig. Dalli, Dalli. Häufig reise. Häufig reise ich. Häufig reise ich nach. Häufig reise ich nach. Köln. Häufig reise ich nach Köln und? Heute reise ich nach Köln und gehe. Häufig reise ich nach Köln und gehe ins? Heute reise ich nach Häufig. Häufig reise ich nach Köln und gehe ins Spielcasino. Häufig reise ich nach Köln und gehe ins Spielcasino und? Häufig reise ich nach Köln und gehe ins Spielcasino und verprasse. Häufig gehe ich nach Köln, häufig reise ich nach Köln und gehe ins Spielcasino und verprasse Geld. Häufig. Den letzten hast du dir erkämpft. Na? Das Gehen fehlte da und den letzten würden wir nicht werten. Die restlichen davor? Das war in Ordnung. Das restliche war in Ordnung. Okay, das heißt ein Abzug? Ein Abzug. Dann werden aus 11 10 und wir multiplizieren. Naja. Wir multiplizieren. Team Kernkompetenz. Also 13 mal 23 sind 299. Und 15 mal 10 sind 150. Ungefähr 150. Ist okay. Oder? Gut. Das heißt, wir könnten eigentlich nur mit einem Punkt gewinnen. Also die Chancen sind noch da. Es sind Chancen da. Allerdings haben wir ja noch ein großes Spiel für euch vorbereitet. Es kommt das entscheidende Spiel in diesem Halbfinale. Es gibt ja Shows, bei denen es extrem sportlich. Bei uns manchmal auch. Ein weniger. Auf Nora geht es in der Zwischenzeit besser. Aber dieses sich rumhangeln und überall hochspringen, runterklettern, diese verrückten Dinge machen. Wer hat es erfunden? Diesmal nicht die Schweizer, auch nicht die Österreicher, sondern Hans Rosenthal himself. Wer bei Dalli Dalli zu Gast ist, weiß, es gibt viel zu tun. Und das gerne schnell. 3, 2, 1. Wir bieten anspruchsvolles Fitnesstraining mit professioneller Erfolgskontrolle. Udo Jürgens macht Niki Lauda Konkurrenz. Bei Dalli Dalli gehen die Kandidaten an ihre Grenzen. Und manchmal darüber hinaus. Doch für Wirbel sorgen nicht nur die Kandidaten.
bitten, dass wir die durcheinander bringen. So, ordentlich. Und nun geht's los. Dalli, Dalli. Und auch das Publikum mischt munter mit. Vorsichtig! Was treiben Sie denn da? Gar nicht so leicht, als Moderator nicht durchzudrehen. Wie wickeln Sie denn den Teppich ein? Sie sind ja alle schon! Wir sind doch schon! Ja. So haben wir das gar nicht gedacht. Was macht man? Nein, also einzeln ziehen jetzt. Das müssen wir ein abziehen. Da hilft manchmal nur noch hammerhartes Durchgreifen. Ja, nee, stopp, wir sind ja schon vorbei. Ja, und hier sind offensichtlich zwei Wetten verloren worden. Nun ja. Weil Kiwi und David haben gewettet und Jochen und Christina haben gewettet. Und die beiden Herren haben verloren und müssen jetzt Bier servieren unter erschwerten Bedingungen. Es ist sowieso schon schwer, Personal zu kriegen in der Gastronomie. Aber unter diesen Bedingungen natürlich noch viel schwieriger. Unser zweites Halbfinalspiel heißt, geh mal Bier holen. Und ihr habt die Möglichkeit, euch das von der Seite anzugucken, aber der Erklärung natürlich lauschen. Okay. Christina zapft offensichtlich. Hier sind schon ein paar Bier vorbereitet. Wow. Das wollte ich. Das wollte ich immer. Das wollte ich immer mal. Dieses fahren Sie mit, steigen Sie ein. Ja. Die nächste Fahrt geht rückwärts, wärts. So. Also ich muss hier noch ein bisschen draufzapfen, okay. So, also, okay. Dass es halt nett, oh Gott, dass es nett aussieht. Ja. Und dann stellst du ihm das hier drauf, okay. Auf beide Seiten, jeweils eins. Auch, so viel ich drauf. Und Jochen muss es dann am Tisch abstellen. Ja, wie du das machst, das ist dein Vergnügen. Tisch ist auch egal, oder? Ja, also pro Tisch nur zwei Maß. Ja, okay. Ja, dann sollen schon alle bedient werden. Maß, ja? Wie der Bayer sagt. Ja, nur zwei Maß sollen alle bedient werden. Und wie du das da runterbringst, aber möglichst natürlich mit der Flüssigkeit noch im Glas. Ach so, okay, wenn es umfällt, kein Punkt. Kein Punkt. Oh. Okay, jedes stehende Bier, ein Punkt. Du zapfst, du servierst. 90 Sekunden Zeit. Dalli, Dalli. Oh, sorry. Ja, mach mal einfach, komm. So, du darfst schon weiter zapfen. So, und jetzt Jochen. Oh, das war aber schwungvoll. Okay, das war gut. Ja, Kruzi. Kruzifix, ich sag's euch. Kruzifix. Oh, so. Ah, ja, danke. So, dann helfe ich den anderen auch so. Entschuldigung. Danke. Sag mal, Jochen. Jochen, du hast bei der Süddeutschen gelernt, aber dass du nebenbei auch noch am Oktoberfest serviert hast. Yes, super. Stark. Ich helfe hier ein bisschen beim Komm. Ja. Super. Das, oh Gott. Nur die Ruhe. Bin nicht dafür. Jochen Breyer in seiner schwersten Rolle. So, Achtung. Ja. Anderes. Helf ein bisschen beim Zapfen. Moment. Ja, warte, du musst auf ihn warten. Ja. Kannst du ihm auch hintragen, nur Vorsicht, dass du nicht ausrutschst. Jochen, wie viel Zeit haben wir noch? Komm. 30 Sekunden. Ja! Na, Christina, super. Hier, zapfen. Ich bin schon so begeistert. Das ist gut, wenn man merkt, dass es nicht funktioniert. Bitte. Yes, komm, Jochen, komm, hinten an den hinteren Tisch. Die Gäste warten schon. 15 Sekunden. Hier läuft das Bier. Warte. So, reicht auch. Und Vorsicht. Noch. Dann komm. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sorry. Aber. Vorsichtige Schritte bitte. Starke Leistung. Hey. Aber gut. Also mit Radler hätte ich es besser gekonnt. Aber jetzt sind wir doch froh, dass wir Plastikgläser genommen haben. Ne? Wir überprüfen einfach mal, was hier alles geliefert worden ist. Mm. Und ich bitte die Jury, weil ich sehe da schon, dass wir möglicherweise ein kleines Problem haben. Also, ein Punkt, zwei Punkte. Leider nein. Drei Punkte, vier Punkte. Fünf Punkte. Hier sind zwei drauf, sechs, sieben. Ja. Und jetzt habe ich folgende Frage. 6, 7, erstmal 8, 9. Ja. Und da ist ein drittes Glas drauf. Das können wir leider nicht zählen, weil du hattest ja im Vorfeld schon gesagt, zwei pro Tisch. Also bleibt es bei 9. Ja. Aber ich fand das doch alles schön. Hat das, sehr, sehr er hat schön er gemacht. Hat sehr gut gemacht. Aber darf ich das, Entschuldigung? Ja. Darf ich das wie bei Dinner for One machen? Ja, natürlich. Aber nicht trinken jetzt. Da steht doch eins. 9 Punkte für Christina und Jochen. Und dann wollen wir schauen, was Andrea und David zustande bringen.
So, David und Kiwi. Es ist das Spiel klar, auch für euch 90 Sekunden. Nur so einen Schuss draufzapfen. Wenn das nicht klappt, helfe ich euch natürlich auch. 90 Sekunden, Dalli, Dalli. Achso, du lässt das durchlaufen. Das darf man nicht, ne? Nee. Das ist gut, eins, schöne Ruhe. Gut, David, sehr gut. Einfach, aber nur zwei pro Tisch, auch bei euch. Vorsicht, hier ist klar. Bisschen mehr, Kiwi. So, na, das kannst du jetzt bringen. Bring das. Beim nächsten Mal ein bisschen mehr. Komm da hin. Nein, nein. Er muss schon auch noch ein bisschen gut gehen mit den Dingern. Gut. Vorsicht. Nächsten Bier. Hol ich hier noch hin. Bisschen länger, bisschen mehr rauf. Komm her, komm her, komm, 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 komm. Nein, nein, nein. Das ist nicht meine. So. Guck mal, die ruhige Hand des Geigers. Guck sie ihn dir an. Applaus für David. Ruhe. Komm. Komm her, mach die nächsten, mach die nächsten, mach die nächsten, mach die nächsten. Er muss ja, sonst ist es unten. Ah. Es gehen. Langsam. Komm, 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 hier rüber, 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 rein, rein, rein. Ja, ja. So. Langsam. Langsam, langsam. Ja, 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 ja. Voll machen, ja. Warte. Scheiße. Okay. Nicht hinbringen, nein, nein. Kiwi, er muss. Ich bleib hier. Ich bleib hier. In Ruhe. Ganz in Ruhe. In Ruhe. In Ruhe, wo ist ganz Tisch? Hinten. Oh, 20 Sekunden. Vorsicht, David. Ah, ja, da hinten ist noch eins frei. Er könnte noch zwei platzieren. Noch zwei hast du noch. Vier, drei, zwei. Ach so, egal wo. Hey, ich bin voll, ich wusste nicht wohin. Gut. Gut. Voller Einsatz. Voller Einsatz. Weißt du, das war so süß, Andrea zwischendurch sagt, die ruhige Hand des Geigers. Ja, das ist die ruhige Hand des Geigers. War das gut, oder? Wow. Wir zählen durch. Unter den strengen Augen von Caro und Joachim. Eins, zwei, drei, vier, danke, fünf, sechs, sieben, acht, neun, jetzt muss ich mal vorsichtig gehen, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 13 und ihr wart der Meinung, das war Spitze. Das heißt 14 Punkte, richtig? Christina Jochen, komm zu mir, damit wir abrechnen können. Also, Klangkörper, 14 mal 150, 1500, 400, 600, 2100, stimmt das? Ja, richtig, okay. Dann haben wir bei euch 10. War richtig? Neun. Neun. Neun mal. Also ich nehme auch 10, aber ich glaube, es waren 9. Sehr fair. 9 mal 299 sind 2691. Und damit sind Christina Inhoff und Jochen Breyer. Echt, war so cool mit euch. Ihr wart so gut. Finale. Richtig, war mega. Bei Dalli Dalli. Danke an David Garrett und an Andrea Kiebel. Und wie schön, dass ihr bei uns seid und bleibt. Und jetzt geht's gleich weiter mit dem großen Finale. Alina, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr durchgehalten habt. Danke Ihnen und euch zu Hause. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Dalli Dalli, die Weihnachtsshow. Kiwi, wir sehen uns Silvester. Ja? Ich freue mich auf dich am Brandenburger Tor. Und Grüße an Nora Tschirner. Gute Besserung.